Hallo zusammen. Ihr seht, ich habe heute meine alte Feldmütze der frühen Bundeswehr, Luftwaffe, aufgesetzt, weil es Bezug zum Thema hat. Es ist also keine Postbotenmütze, wie mir viele schon unterstellt haben. Heute geht es um Flugzeuge, um Ausbildung früher bei der Bundeswehr. Hier seht ihr ein Bild von mir, selbst gemalen, Aviation Art. Das ist übrigens eine viermotorige englische Halifax, Öl auf Leinwand. Aviation Art könnt ihr mal schauen in meiner Playlist, da könnt ihr zuschauen, wie ich einige von den Bildern gemacht habe. Und seit meiner Kindheit interessieren mich Flugzeuge. Früher habe ich diese Airfix und Revell Modelle aus Plastik zusammengeklebt und bemalt. Hat mir viel Spaß gemacht, das Basteln. Hier seht ihr noch eine Heinkel Uhu. Fachmänner werden sie kennen, und das hat ein bisschen mit dem Thema zu tun. Letztes Jahr habe ich was geschenkt bekommen. Kommen wir nachher drauf zu sprechen. Zeige ich euch nachher. Thema des heutigen Filmchens ist die Ausbildung zum Luftraumbeobachter LRB. Im Soldatenjargon LRB, liegen, ruhen, bräunen. LRBs waren vorgezogene Luftraumbeobachter, die mit ihren Sinnen den Himmel abgesucht und beobachtet haben, unabhängig von Radar oder irgendwelchen elektronischen Geräten. Kommt aus der Frühzeit der Flugzeugbekämpfung oder zur Flugzeugerkennung. Seit dem Ersten Weltkrieg gibt es sowas. Jetzt lese ich euch das mal sinngemäß zu, wie das bei der Bundeswehr früher beschrieben wurde. Luftraumbeobachter, Überwachung des Luftraums vom Boden aus mit Hilfe der menschlichen Sinnesorgane zu dem Zweck, Luftfahrzeuge wahrzunehmen, zu erkennen, zu identifizieren und zu melden. Ihr seht, kommt aus dem Kalten Krieg die ganze Geschichte. Der Blick war nach Osten gerichtet. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was das ist. Das sind sogenannte Aircraft Recognition Playing Cards. Hier haben wir also den amerikanische Spielkarten. Hier haben wir also den Spieltipp der Soldaten dazu genutzt, dass der Soldat die Flugzeugmuster auswendig lernt. Es lief folgendermaßen ab: Wenn man die Verwendung als Luftraumbeobachter hatte, dann musste man in der Grundausbildung eine bestimmte Anzahl an Flugzeugen des Warschauer Pakts und der NATO anhand des Profils, der Tragflächenform, der Anordnung der Triebwerke, an der Gesamtform, an der Größe erkennen. Das heißt, man musste diese Flugzeuge auswendig lernen. Man bekam dieses, sag ich mal, die Silhouette gezeigt oder Fotos gezeigt und musste dann aufschreiben, welches Flugzeug das ist. Ist es ein Flugzeug des Warschauer Pakts oder ein NATO-Flugzeug? Das war wichtig, um das nach hinten zu melden, dass das eigene Flugzeug nicht bekämpft wird und das feindliche Flugzeug bekämpft werden kann. Die Flugzeuge wurden unterteilt in Kategorien. Mit dem Anfangsbuchstaben des Codenamens konnte man schon einordnen, was für Art von Luftfahrzeug das ist. Es war H für Helikopter, C für Cargo, F für Fighter und B für Bomber. Also der Code, wenn der Codename mit B angegangen ist, dann war es zum Beispiel ein Bomber. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Badger. Das Badger war ein sowjetischer Bomber und das zeige ich euch nachher anhand der Karten. Man saß also im vorgezogenen Luftraum viele Kilometer vor dem Objekt, das eventuell angegriffen werden soll, Flugplatz zum Beispiel, mit einem Feldstecher irgendwo getarnt im Gelände, und hat sich ein Luftfahrzeug in niedriger Höhe angenähert, im Tiefflug zum Beispiel, konnte man das blitzschnell wahrnehmen, identifizieren und dann mittels Funk oder Feldtelefon nach hinten melden. Vorgegangen ist man da so: Man hat eine bestimmte Richtung geschaut, angenommene Anflugrichtung, sage ich mal, der Flugplatz ist meistens Ost-West ausgerichtet. Und dann hat man sich die Uhr zu Hilfe genommen. Man stellt sich jetzt das Zifferblatt der Uhr vor. Der Flieger kam, man saß jetzt in Richtung, sag ich mal, Osten. Man hatte die 12 oben,
Der Flieger kam direkt auf einen zu, überflog einen nach hinten. Dann hat man gemeldet von 12 nach 6. Dann hat man unterschieden, ist er eigener oder ist er feindlicher. War es ein eigener, war es blitzblau. Blau heißt eigenes Flugzeug und blitzrot heißt feindliches Flugzeug. Und dann wurde der entsprechende Flugzeugtyp noch gemeldet, der wo drüber geflogen ist. Das kann natürlich auch heißen von 11 nach 2 oder je nachdem, wie der Flug, das Flugzeug, der Flugzeug, allgemeine Luftfahrzeug, einen überflogen hat. Der Standort des Luftraumbeobachters war ja hinten bekannt. Und dann konnte sich dann zum Beispiel die platzeigene Flak, die es damals noch gab, die 2 cm, darauf einrichten, dass jetzt innerhalb von den nächsten Minuten aus dieser Richtung ein feindlicher Anflug ist und konnte die Flak schon ausrichten in die Anflugrichtung. Jetzt kommen wir zu diesen Karten. Dieses Lernen mit Bildern oder dieser Spieltrieb des Soldaten wurde hier voll ausgenutzt. Das sind Pokerkarten aus Amerika und zwar aus dem Jahr Oktober 1979. Also Flugzeugtypen, die damals schon im Einsatz waren. Pik Ass. Pik Ass ist Buccaneer. Buccaneer ist ein englischer Jagdbomber aus den 60er Jahren. Auch Träger gestützt, ein ganz hässlicher Vogel. Die Engländer haben meistens hässliche Flugzeuge gehabt. Habe ich selbst schon live gesehen. Hier C Chinook, amerikanischer Transporthubschrauber, immer noch im Gebrauch. Die technischen Daten stehen dann unten noch dabei. Die Spannweite, die Länge, die Höchstgeschwindigkeit und die Reichweite. Und so hat der Soldat beim Kartenspielen immer wieder auf die Flugzeugmuster geschaut und hat sich die eingeprägt. Jetzt suchen wir aber mal ein sowjetisches Muster raus. Das sind nämlich NATO-Flugzeuge und also hier haben wir so einen typischen Vertreter. Die MiG-27 Flocker. Für was steht F? Für Fighter. Also Jagdflugzeug, Jagdbomber. Besondere an der, würde ich sagen, ist das variable Tragwerk, also die Schwenkflügel, die gehabt hat. Ist vielleicht ein bisschen ähnlich der Tornado, also muss man da schon genau aufpassen. Da kommt man vielleicht durch diese Schwanzflosse unten, kommt man die dann noch im Flug unterscheiden. Das sind so Merkmale, die man sich einprägt. Übrigens habe ich damals bei der Prüfung zum Luftraumbeobachter eine 2 bekommen. Ich habe letztes Mal in meinem Zeugnis nachgeschaut. Hier noch ein Russe. Beagle. Schon etwas antiquierte Bauweise mit diesen zwei riesigen Triebwerken an der Fläche, an den Tragflächen. Leicht zu identifizieren, höchstens zu verwechseln vielleicht noch mit der NATO Canberra, die hat ähnlich ausgeschaut, aber da waren die Tragflächen ein bisschen fledermausartig, ein bisschen größer. Was haben wir noch? Übrigens diese Codenamen, diese Fitter, Flocker, Candid, Hoplite und so weiter, die galten nur für die Flugzeuge aus dem Warschauer Pakt. Die NATO-Maschinen waren ganz normal als Mirage oder MRCA oder Phantom bezeichnet. Hier haben wir einen Transporter, einen sowjetischen, die Cup, viermotorig, Turbotriebwerk, der Rumpf schlanker und länger als zum Beispiel der Herkules. Bei der C-130. Und so hat der Soldat beim Kartenspielen alle Flugzeugmuster lernen können. Dieses beiläufige Lernen wurde auch praktiziert, habe ich mal gehört, während der Starfighter-Krise, als unwahrscheinlich viele Starfighter runtergeflogen sind. Um das in den Griff zu bekommen, hat man die Piloten auf die Notfallsituationen und auf die, wie sagt man, Checklisten vorbereitet, dass sie schneller reagieren konnten. Die hingen dann in den Toiletten und während man das Geschäft verrichtete, dann konnte man das Ding schnell nehmen und konnte man reinschauen. Das ist so, wie man es vielleicht macht mit einer Illustrierten, die auf einer Toilette liegt. Man wirft einen Blick rein, schnappt was auf und so geht es spielend ins Wissen über. Das war es jetzt zum Thema Luftraumbeobachtung, LRB, Liegen, Ruhen, Bräunen. Ich hoffe, ich habe das passend erklärt. Ich weiß nicht, ob das heute noch ausgebildet wird.
Das ist ja eine ziemlich, sage ich mal, archaische Methode noch aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, würde ich sagen. Vielleicht weiß es einer, der aktuell dabei ist und kann da was dazu sagen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Das ist ein bisschen alte Geschichte zum Thema Bundeswehr. Bis zum nächsten Mal. Servus.